Ja, wenn die Grünen nach der Bundestagswahl mitregieren würden oder gar die neue Kanzlerin Baerbock hieße, würde das für Deutschland dramatische Folgen haben. Die Strompreise würden weiter explodieren, Benzinpreise würden weiter explodieren, dazu gehört natürlich weiterhin auch Gaspreise würden explodieren. Also alles, was Energie ist, wird ein Luxusgut. Es wird die armen Menschen treffen, die Pendler treffen, die Mittelständler treffen. Und Urlaub wird es dann wahrscheinlich nur noch für Reiche geben, eben für Herrn Özdemir und wie sie alle heißen. Was aber noch dramatischer an der Stelle wäre, ein Verfall des Nationalstaates. Ein weiterer Zerfall wäre unweigerlich die Folge, gerade der Nationalstaat, der uns Halt und vor allen Dingen Sicherheit in der Corona-Krise gegeben hat. Die Grünen würden noch mehr Geld in die Pleitestaaten der EU schaffen und natürlich auch die EU mit noch mehr Geld entsprechend ausstatten. Das alles bedeutet für uns zusammen noch mehr Bürokratie. Und ja, innere Sicherheit, die ohnehin schon sehr leidet, würde noch stärker leiden, denn wir hätten unter Grün, das haben sie im Bundestag betont, noch mehr Massenzuwanderung aus Afrika. Das Fazit am Ende des Tages heißt, der deutsche Sozialstaat würde kollabieren, Massenarbeitslosigkeit wäre die Folge und damit auch der Zerfall mit all den Punkten zuvor der deutschen Wirtschaftskraft und der deutschen Wirtschaft. Grün bedeutet also nichts anderes als Armut für alle. Daher heißt es, zur Bundestagswahl AfD wählen, wer keine grüne Beteiligung und Armut für alle will.